Willkommen an alle, die ich nicht sehe. Und freut mich sehr, dass ich hier sprechen kann. Der Stefan nimmt schon den halben Talk vorweg. Genau richtig, das Thema ist sehr interdisziplinär. In der Vorbereitung, wenn man sich das rechtlich anstaust, kommt immer der Begriff Stand der Technik. Und Stand der Technik ist natürlich die technische und nicht die rechtliche Seite. Das wird immer wieder sich wiederholen. Ich hoffe, da haben wir auch Chance bei der Q&A später darüber zu diskutieren. Und das Zweite ist, Sicherheitsrisiken durch externe Mitarbeiter und nicht Sicherheitsrisiken beim Homeoffice. Homeoffice ist zwar das Passwort, das es momentan gibt, aber Remote Arbeiten, wie es so schön heißt, Teleworking, ist ein juristischer Begriff, der immer wieder verwendet wird, gibt es natürlich schon viel länger. Es gibt den Außendienstmitarbeiter, der durch irgendeine Online-Funktion, sei es über sein Mobilgerät oder Laptop oder sonst irgendwie mit Leitung in die Zentrale verbinden kann. Es gab immer schon Mitarbeiter, die von zu Hause mal einen Tag gearbeitet haben oder so. Das ist jetzt ein besonderes Thema, weil eine große Menge im großen wirtschaftlichen Umfeld, also in allen Branchen sozusagen zu Hause arbeitet und sich in dieser Dimension das Problem daher wahrscheinlich noch nie gestellt hat. Was ich auch noch abgrenzen möchte, ist, wir haben ganz bewusst Sicherheitsrisiken und nicht primär das arbeitsrechtliche Thema hier angesprochen. Also genau das arbeitsrechtliche Thema möchte ich hier zu einem guten Teil, soweit es halt geht, aussparen. Dazu gibt es eine Vielzahl von Informationen und Veranstaltungen. Mir geht es jetzt hier eigentlich eben um die sicherheitstechnischen Aspekte und die Risiken, die sich daraus ergeben. Jetzt ist die Zeit kurz, daher versuche ich hier, das natürlich in Headline-Form durchzubringen. Und wir werden haben das schon jetzt genutzt, ein Papier vorzubereiten, das wir dann hoffentlich nächste Woche dann auch live schalten können und über die SPA allen Zuhörern hier, die es interessiert, gerne zur Verfügung stellen. Und mit dem sozusagen Kickoff starte ich da in meine Folien, wenn Sie mich denn wollen. Also Telearbeit, was ist das? Das ist sozusagen externe Arbeit mit Unterstützung von Kommunikationstools in einer räumlichen Entfernung, also nicht am Arbeitsplatz, am normalen, sondern extern vom Arbeitsplatz und extern von der Kontrolle des Dienstgebers in einer anderen Umgebung. Sei es zum Beispiel Homeoffice, kann aber, wie gesagt, auch jede andere Art von externer Arbeit sein. Stellen Sie sich vor, Sie gehen aus dem Büro hinaus, haben Ihr Mobiltelefon mit und werden angerufen und das Firmenhandy sozusagen läutet, Sie heben ab und telefonieren, ist auch eine externe Arbeit mit der Hilfe von diesen IT-Tools, die der Dienstgeber in dem Fall zur Verfügung stellt. Also die Bandbreite der Szenarien ist sehr, sehr breit und in all diesen Szenarien muss man sich natürlich die Frage der Sicherheit, des sicheren Umfelds stellen, nicht nur jetzt klassisch beim Homeworking und das versuchen wir jetzt ein bisschen abzuarbeiten. Was sind diese Formen? Ich habe schon angesprochen, also das Heimarbeiten im Homeoffice ist natürlich eine Form, aber das genauso ist der Mitarbeiter, der beim Kunden ist und sich einwählen kann, der aus dem Auto ist, arbeitet, weil er auf Montage ist oder sonst irgendwo. Und genauso ist es die mobile Arbeit beim Reisen. Stellen Sie sich vor, im Laptop im Zug, der sich über Telekommunikationsmittel mit der Firma verbinden kann und es wird dort gearbeitet. Also alle diese Arten von Telearbeit kennen wir, sind daher bildliche Beispiele. Und in all diesen Szenarien fallen Risiken an. Und da ist das Spannende, wenn man sich die Empfehlungen des Bundesamts für Sicherheit und Informationstechnik in Deutschland anschaut und dort die elementaren Risiken, dann sind viele dieser elementaren Risiken eigentlich vorstellbar, auch beim externen Arbeiten. Da gehört das Ausspähen von Informationen dazu, also schaut jemand über die Schulter auf den Bildschirm. Das Abhören besonders einfach gemacht, wenn ich im Zug sitze und telefoniere, nicht nur das Abhören sozusagen durch Anzapfen einer Leitung. Der Diebstahl und das Verlorengehen von Geräten, Datenträgern oder Dokumenten,
der Verlust von Geräten, die Offenlegung schützenswerter Informationen, nicht? Ich habe meinen Printout mit und lege den auf meinen Tisch oder lass Leute in meinen Schirm Einblick nehmen. Die Manipulation von Hard- und Software, die natürlich im externen Kontext viel, viel einfacher geht als im geschützten Firmenumfeld und so weiter und so fort. Es gibt gut, sage ich mal, 20 so Themen, da gehört auch der Identitätsdiebstahl, der Missbrauch von Berechtigungen, Missbrauch von personenbezogenen Daten, Schadprogramme, die man sich vielleicht extern leichter einfängt und so weiter dazu. Also es ist ein sehr breites Feld, es ist viel zu bedenken. Jedes dieser Risiken kann, und darum geht es ja, jedes dieser Risiken kann zu einem durchaus substanziellen, großen Schaden führen. Jedes dieser Risiken ist elementar, wie es so schön heißt hier in den Publikationen der BSI. Alle diese Risiken sind, würde ich sagen, systemische Risiken. Systemische Risiken heißt, wenn durch dieses Risiko das Unternehmen so stark, der Arbeitgeber so stark geschädigt werden kann, dass er wirtschaftlich massive Beeinträchtigungen hat. Diese Beeinträchtigungen können sein durch Datenabfluss, durch Know-how-Abfluss, durch Schadenersatzpflicht gegenüber Kunden, weil zum Beispiel Kundendaten verloren oder Kundeninformationen verloren gehen, der Verlust von Geschäftsgeheimnissen, die Wettbewerber aufgreifen können und so weiter und so fort. Also diese Risiken können so massiv sein. Sie müssen natürlich in der einzelnen Ordnung keine große Folge haben. Das mag im Einzelfall unterschiedlich sein. Trotzdem aus juristischer Seite schauen wir es uns gerne auch als systemisches Risiko an. Warum tun wir das? Wir tun das deswegen, weil wir dann die Verantwortungs- und Hierarchiekette durchspielen können, die hier dieses Risiko zu betrachten hat, zu verantworten hat, möglicherweise auch die Konsequenzen dafür zu tragen hat. Also die systemischen Risiken sind solche, die sehr wohl die Geschäftsleitung, vielleicht auch einen Aufsichtsrat eines Unternehmens beeinträchtigen und also beeinträchtigen, also in die Verantwortung ziehen. Ja, wie kann sich so ein Risiko verwirklichen? Das Risiko verwirklicht sich dadurch, dass entweder mit unsicherer Technologie gearbeitet wird oder mit zu wenig Sorgfalt oder aus einer Mixtur diese Dinge. Unsichere Technologie, Sie nutzen zu Hause ein ungesichertes WLAN, die Einwahl in Ihre Firma ist nicht verschlüsselt, wäre jetzt sozusagen klassisch, aber genauso wiederum, um vom Homeoffice wegzukommen, Sie gehen in ein Kaffeehaus, nutzen dort das unsichere WLAN und wählen sich unverschlüsselt in Ihre Firmeninfrastruktur ein. Das ist genauso riskant wie mangelnde Sorgfalt, das Aufschreiben des Passworts auf einem Zettel, den man mit Nutzernamen und Passwort sozusagen clear dann sozusagen neben sich am Kaffeehaustisch liegen hat und ablesen kann. Und genauso unsicher wie der Kaffeehaustisch ist natürlich, wenn die Ehefrau oder die Kinder zu Hause diese Daten anschauen können. Also wir können alle diese Szenarien immer in jedes Umfeld spielen. Es geht eigentlich darum, dass wir unsicher sind, weil wir unsichere Technologie verwenden oder weil wir relativ sorglos mit den Informationen, die wir da haben, umgehen. Also wichtig ist sozusagen der Blick immer ins reale Umfeld, in dem wir uns denn da bewegen. Gut, wer hat Verantwortung? Verantwortung haben beide Seiten, der Arbeitnehmer, der Arbeitgeber. Der Arbeitgeber muss eine Infrastruktur zur Verfügung stellen für das externe Arbeiten, genauso wie für das interne Arbeiten im Büro. Also es ist nicht der Job des Arbeitnehmers, sich die sichere Infrastruktur zu beschaffen, sondern der Arbeitgeber muss diese sichere Infrastruktur zur Verfügung stellen. Da gibt es wieder viele Bandbreiten. Das kann sein, dass es der Laptop des Arbeitgebers ist, der nur für dienstliche Zwecke verwendet werden kann, wo alles schon super verschlüsselt am Laptop ist, mit eingeschränkten Funktionalitäten gegenüber der privaten Nutzung. Das ist die sichere Verbindung, das WLAN, das auch der Arbeitgeber zur Verfügung stellen kann. Denken Sie an eine mobile WLAN-Einrichtung
die VPN-Verbindung, also die, oder zumindest die verschlüsselte Verbindung zum Rechner des Dienstgebers. Das kann auch sein, dass Remote-Arbeiten am Rechner des Dienstgebers oder lokale Laptop eigentlich nur mehr Bildschirm ist und nicht mehr intelligentes Gerät, also Bildschirm und Tastatur, nicht mehr intelligentes Gerät, wo die Speicherung sozusagen zentral und nicht dezentral erfolgt. Also all das wären sichere Infrastrukturelemente, die der Dienstgeber zur Verfügung stellt. Dazu gehört natürlich auch das Handy, dazu gehört möglicherweise das zur Verfügung stellen von anderer Technologie als nur E-Mail und Einwahl, nämlich zum Beispiel Nutzung von Chaträumen, die auf eigenen Servern gehostet werden, Videokonferenz-Tools, die auf eigenen Servern gehostet werden, alle diese Dinge dann wieder auch end-to-end verschlüsselt, soweit das so funktioniert. Also das wäre die sichere Infrastruktur, die der Dienstgeber zur Verfügung stellt. Und das Zweite, was der Dienstgeber klarerweise machen muss, er muss eine klare Richtlinie zur Verfügung stellen, also idealerweise eine Richtlinie für Teleworking, für externes Arbeiten, für Homeworking, wie immer Sie das bezeichnen wollen, eine Richtlinie, in der die Schlüsselparameter, die wichtigen Dinge, auf die der Dienstnehmer achten soll, ganz aber auch gehighlightet werden und zur Verfügung gestellt werden. Und in die umgekehrte Richtung hat natürlich auch der Dienstnehmer oder der Arbeitnehmer eine Verpflichtung zur Sorgfalt. Zum einen, indem er die Dinge, die er zur Verfügung gestellt kriegt, so nutzt, wie sie zur Nutzung vorgesehen sind. Zum anderen, dass er die Richtlinienanweisungen berücksichtigt. Und zum Dritten gibt es sowas wie eine Warnpflicht, nämlich dort, wo mir der Dienstgeber etwas abverlangt, ich aber nicht im sicheren Umfeld bin, weil ich Telefonat im Kaffeehaus und ich werde angerufen vom Büro, dann muss ich sagen, bitte, ich kann jetzt hier nicht sprechen, weil unsicheres Umfeld und darf nicht munter darauf losplappern. Das gilt für, weil jetzt Kaffeehaus geschlossen, natürlich genauso gut für das Herumlaufen im Park oder im Innenhof des Wohnhauses, wo ich bin, wo der Nachbar oder die Leute am Fenster drüber zuhören können. Also es gibt eine gewisse Warnpflicht. Ich muss mir natürlich anschauen, wie ist mein Umfeld. Habe ich vielleicht ein unsicheres WLAN, das ich nutze? Und daher sage ich, kann ich nicht einloggen. Genauso wie das unsichere Telefonieren und sonstiges. Klassisches Beispiel für das unsichere Arbeiten zu Hause ist der Ausdruck der sensiblen Informationen, die man zu Hause erstellt, die man dann in den normalen Müll ungeschnitten und sonst irgendwie hineinschmeißt. Das wäre eine große Sorgfalts- sozusagen, oder Nachlässigkeit, würde ich sagen. Also das ist sozusagen dieses beiderseitige Zusammenarbeiten, um hier eben sicher zu agieren und die Sicherheit der Information und nicht nur Sicherheit der Information des Dienstgebers, nämlich allgemeine Information auch Dritter, die man verarbeitet, hier einzuhalten, das Spielen nach den Regeln in jede Richtung. Ja, welche Regeln gibt es da, die da betroffen sein können? Das ist eine Vielzahl von Rechtsvorschriften, die man bei der Implementierung dieser Sicherheitsstandards berücksichtigen muss. Ganz wichtig ist aus unserer Sicht einmal, dass gibt es wieder diese zwei Aspekte, also das sichere Umfeld und das Kontrollieren, dass dieses Umfeld eingehalten wird. Da haben wir eben Vorschriften in der Datenschutzgrundverordnung, wir haben im NIS-Gesetz, soweit es sagt, kritische Infrastruktur ist Vorschriften. Und zum anderen sozusagen gibt es arbeitsrechtliche Vorschriften, wie weit diese Kontrolle gehen kann. Da gibt es eben in der Arbeitsverfassung und im AFRAG Regelungen wie, es gibt unzumutbare Kontrolle, die über das der Privatsphäre des Dienstnehmers hinausgehende, die beeinträchtigt, also es gibt eine Grenze dieser Kontrolle auf der arbeitsrechtlichen Seite, aber es gibt eben auch die Vorgabe, Daten vertraulich zu behandeln und diese vertrauliche Behandlung, das ist nicht nur etwas, was ich als Unternehmer für mich sicherstellen muss, sondern wo eben Behörden und Ämter, mit denen ich deren Kontrolle ich unterliege, also wenn ich eine Bank bin, natürlich ist es Finanzmarktaufsicht, wenn ich eine oder Versicherung bin, wenn ich kritische Infrastruktur bin, wie gesagt, dieses NIST-Gesetz, wenn ich Kundendaten habe, die ich verarbeite, ist es DSGVO und so weiter. Also es gibt hier eine Vielzahl von so Rahmenbedingungen, die ich betrachten muss.
bei der Einrichtung dieser Infrastruktur. Wie gesagt, Verantwortung für die Einrichtung, Systeme zur Verfügung stellen, Equipment, auch die Frage, ist das Equipment und die Systeme getestet, sind sie belastbar, ist es nicht eine Versuchsinstallation, wo wir jetzt schnell, weil wir Homeoffice machen müssen, irgendwas installieren, was wir nicht getestet haben. Das Risiko liegt beim Dienstgeber oder beim IT-Verantwortlichen, diese Systeme sozusagen zur Verfügung stellen. Wie gesagt, der Dienstnehmer muss aber trotzdem mitdenken, muss mitarbeiten, muss sorgfältig sein und kann sich nicht zurückziehen und sagen, es ist mir alles egal, ich arbeite zu Hause am Küchentisch, da liegt alles herum, da arbeiten die Kinder und auch die Frau macht Homeworking, oder ich setze mich im Park und neben mir sitzt ein anderer und der macht dasselbe. Also wie gesagt, es ist eine Sorgfaltsverantwortung da, die Arbeit so abzuwickeln, dass sie entsprechend diesen Kriterien der Geheimhaltung der Informationssicherheit abgewickelt wird, oder aber die Warnpflicht, dass das nicht möglich ist. Und wenn es nicht möglich ist, dann wird der Dienstgeber sich überlegen müssen, ob er auf die Mitarbeit in dem Bereich verzichtet, und der Dienstnehmer wird sich überlegen müssen, ob es Szenarien des Managements zu Hause gibt, wie man dann doch zu Zeiten kommt, wo man hier sicher arbeiten kann. Was ist alles im Auge zu behalten? Was ist zu tun, wenn etwas schief geht? Risikobeurteilung ist etwas, was schon von Beginn weg, also bevor man eine externe Telearbeit erlaubt, erfolgen sollte. Also das Unternehmen sollte, die SBA sicher schon in anderen Veranstaltungen auch, sollte einen Plan haben, ein Konzept, nach dem sozusagen Sicherheitsmaßnahmen und sicheres Arbeiten abgewickelt wird. Wie gesagt, ich habe schon erwähnt, ganz wichtig, eine Richtlinie, die der Dienstnehmer zur Hand bekommt, aber die auch natürlich als Richtlinie für das interne IT-Team gilt. Dort sollte es noch wesentlich mehr an Richtlinie und Vorplanung geben. Für den Fall, dass es eine Verletzung gibt, braucht es einerseits natürlich Gegenmaßnahmen, andererseits Dokumentation dazu. Die adäquate Gegenmaßnahme wird man immer in Abstimmung Dienstnehmer, Dienstgeber finden müssen. Das kann natürlich beim Eingriff, beim externen Eingriff am Laptop das Steckerziehen zur Verbindung sein. Das kann aber entsprechend auch anderes sein. Es gibt Informations- und Meldepflichten, die zu beachten sind. Also vor allem, wenn Daten Dritter betroffen sind, dann gibt es in der Regel Pflichten, diese Dritten verständigen. Datenschutzrechtliche Vorschriften, Artikel 33 DSGVO zum Beispiel, kann ich nur verweisen. Es gibt ähnliche Pflichten nach dem NIS-Gesetz bei der kritischen Infrastruktur, § 19 NIS-Gesetz. Es gibt jedenfalls die Informationspflicht des Dienstnehmers an den Dienstgeber, wenn er einen Eingriff bemerkt. Und es gibt natürlich die Sorgfaltspflichten im Unternehmen, die generell darauf abstellen sollten, Sicherheitsbreaches rechtzeitig schnell zu identifizieren und dann den Maßnahmenplan, den es geben muss, schon vorweg sozusagen in Anwendung zu bringen. Schließen von Lücken ist dann natürlich dann die Maßnahme, also sozusagen wenn die unmittelbare Gegenmaßnahme erfolgt ist, müssen die Lücken natürlich abgearbeitet werden, dürfen bei der weiteren Verwendung nicht zu weiteren Verletzungen und Risiken führen. Es muss Ursachenforschung geben, die Richtlinien sind allenfalls anzupassen und es muss immer wieder in all diesem Kontext Schulungen für die Mitarbeiter, sei es jetzt intern, diejenigen, die das Backend verwalten, also auch die draußen an der Konsole sind, muss es entsprechende Schulungen und Informationen geben. Und wie gesagt, das Informieren Dritter ist im Umfeld der DSGVO, würde ich sagen, ein ganz besonders wichtiges Tool, das man nicht außer Acht lassen darf, insbesondere dann, wenn Datendritter betroffen sind. Gut, und dann kommen wir sozusagen zu dem, was jetzt sozusagen das Juristische eigentlich bei diesen Themen ausmacht.
was kann denn alles passieren? Nicht, was alles passieren kann, ist jetzt ein Spiegelbild dessen, was wir zu Beginn bei den elementaren Risiken des BSI gesehen haben. Es können Dinge passieren, wo der Mitarbeiter sich unrichtig verhält und einen Datenbridge setzt, indem er Informationen missbräuchlich zum Beispiel verwendet. Es können natürlich Dinge passieren, wo Dritte Aktionen setzen und Informationen ausspionieren, weil sie Zugang zum Gerät und zur Information bekommen. Es kann natürlich ein missbräuchliches Verwenden von Daten geben. Es kann einen Eingriff von außen geben, wo Daten abgesaugt werden. Auch kundenspezifische Daten, Geschäftsgeheimnisse können also verletzt werden. Es kann auch, könnte auch zu Datenbeschädigungen kommen und so weiter und so fort. Die österreichische Rechtsordnung kennt eine Reihe von Maßnahmen, die man oft gar nicht so vermutet und Vorschriften, die hier eingreifen können. Es gibt die klassischen Vorschriften der Datenbeschädigung und Ähnliches im Strafgesetzbuch. Es gibt aber auch Vorschriften, die sich zum Beispiel nicht im Strafgesetzbuch finden, sondern im Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, aber trotzdem strafrechtliche Normen sind. Auch andere Gesetze wie die Verletzung des DSG, § 63 DSG ist hier zitiert, Datenverwertung, Gewinn- und Schädigungsabsicht. Also es gibt das allgemeine Zivilrecht natürlich als Backend, die zivilrechtliche Haftung nach § 1295 und folgende, das ABGB. Also es gibt eine Vielzahl von Normen, die hier greifen können. Es wird immer im Einzelfall darauf ankommen, sich das anzuschauen. Im Einzelfall darauf ankommen, sicherstellen, worum es geht. Manche dieser Tatbestände, dieser Nachteile sind monetäre Schäden. Das ist was in der Regel versicherbar ist. Was schwerer versicherbar ist, sind Strafen. Geldstrafen mögen vielleicht noch versicherbar sein. Haftstrafen sind das ganz sicher nicht. Also niemand, keine Versicherung geht für jemanden ins Gefängnis, sozusagen, der zu einer Haftstrafe verurteilt wird. Also es gibt eine Reihe von Instrumenten, aber wir müssen uns alle bewusst sein, dass das bewusste Verletzen, das absichtliche Verletzen, zum Beispiel von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen, die mit strafrechtlicher Strafe bewährt ist. Wir müssen uns bewusst sein, dass das Verletzen von Datenschutzvorschriften zumindest mit massiven Geldstrafen bewährt ist. Wir müssen uns vor Augen führen, dass es hier eine Vielzahl von schutzwerten Gütern gibt. Also das ist nicht nur die Daten, es ist oft auch Know-how, Geschäftsgeheimnisse. Das Telekommunikationsgesetz und Telekommunikationssicherheit kann verletzt werden und zu strafrechtlichen oder Geldstrafen führen. Also gibt es hier ein breites Umfeld. Es macht durchaus Sinn, sensibilisiert zu sein. Wie gesagt, meine Zeit läuft schon oder überläuft schon. Ich halte das jetzt kurz, aber das Umfeld ist sehr, sehr breit, dass man sich hier anschauen müsste und wo man sich hineinlesen muss. Man könnte ein langes Kompendium zu diesem Thema schreiben. Die rechtlichen Konsequenzen sind dann eben, dass ein Dienstnehmer schadenersatzpflichtig sein könnte, also einen Schaden tragen kann, wenngleich hier doch massive Einschränkungen gegeben sind. Es könnte ein Kündigungs- oder Entlastungsgrund gesetzt werden durch Verletzung solcher Vorschriften. Auf der Dienstgeberseite ist es jedenfalls das Risiko eines großen wirtschaftlichen Schadens, eines Schadens, der nach außen wirken kann, wenn jetzt Kundeninteressen betroffen sind. Es kann für den Dienstgeber Geldstrafen von verschiedensten Aufsichtsbehörden geben. Und auch die Organe des Dienstgebers können dem Unternehmen gegenüber wiederum schadenersatzpflichtig werden, wenn sie zum Beispiel nicht ausreichend Infrastruktur, Anleitung und so weiter gegeben haben und der Schaden ein systemisch massiver ist, kann das sogar bis zu einer Verantwortung von Aufsichtsratsmitgliedern, die dann die Geschäftsleitung nicht ordnungsgemäß überwacht haben, durchgehen. Also durchaus weitreichende Folgen für viele Beteiligte, eine große Spielwiese natürlich für dann jene, die im Nachhinein die Dinge aufgreifen wollen. Da dürfen wir nicht übersehen, dass es eine Vielzahl von Gruppierungen gibt, die gerade im Datenschutzbereich oder im Datensicherheitsbereich sich sozusagen als die Verfechter, die Vertreter der
breiten Masse sehen, die solche Bühnen natürlich dann ständig nutzen und anstreben. Auch Aktionäre einer Gesellschaft, einer größeren oder die Gesellschafter könnten das als Instrument sehen, um gegen Organe zum Beispiel vorzugehen. Was tun wir also zusammenfassend vernünftigerweise? Wichtig ist eben, dass wir die richtigen Systeme einsetzen, dass wir sie regelmäßig warten, austauschen, wenn notwendig, immer wieder testen, dass wir Fehlermeldungen berücksichtigen und einarbeiten, dass wir erprobte Systeme und Software einsetzen, dass wir State of the Art, ich habe es am Beginn erwähnt, State of the Art Equipment einsetzen und State of the Art Handlungen setzen und State of the Art Technologien nutzen. State of the Art heißt immer, dass bestmöglich Verfügbare, das für alle einigermaßen verfügbar ist und jetzt nicht speziell zugänglich. Also sozusagen nach bester Qualität im aktuellen Zeitpunkt der Anwendung. Und State of the Art ist halt immer so die Frage, muss ich das täglich nachziehen? Vielleicht täglich nicht, aber doch regelmäßig. Also State of the Art von vor 2 Wochen ist möglicherweise, wenn Sie Zoom jetzt als Kommunikationsmittel, das wir hier verwenden, betrachten, nicht mehr State of the Art von heute und möglicherweise State of the Art von morgen. Bei Zoom ist dann eine End-to-End-Verschlüsselung über auch am Server verschlüsselt. Zoom ist das große Problem, nicht am Server verschlüsselt, sondern maximal End-to-End vom User zu Zoom und vom Zoom zum nächsten User. Also das sind alles so Dinge, die man im Auge behalten muss. Ist Zoom geeignet für diese Art von Konferenz? Bestens geeignet. Ist Zoom geeignet für eine interne Kommunikation, wo Geschäftsgeheimnisse besprochen werden? Wahrscheinlich eher nicht, da wir Jitsi, dass sie am eigenen Server hosten, auch end-to-end verschlüsselt kommunizieren können, wahrscheinlich das State-of-the-Art-Tool im aktuellen Umfeld, aber nicht ein Tool, von dem bekannt ist, dass es sozusagen am jeweiligen Hosting-Server, der im Ausland liegt, nicht verschlüsselt. Ja, Maßnahmen der Überwachung ist ganz, ganz wichtig. Zuvor natürlich die klaren Anweisungen an die Mitarbeiter, Schulung, Schaffen von Risikobewusstsein, ist wichtig. Und wie gesagt, Versicherung ist kein Allheilmittel, weil nicht jeder Schaden lässt sich versichern. Die Versicherung hat immer ihren Excuse, wenn es darum geht, sozusagen einen anderen Schuldigen noch zu finden, der mitgewirkt hat. Und die Versicherung, bitte auch nicht übersehen, hat oft auch Regressansprüche gegen denjenigen, der den Schaden gesetzt hat. Das heißt, wenn das Unternehmen, wenn Ihr Unternehmen versichert ist, heißt das noch lange nicht, dass Sie versichert sind gegen den Regressanspruch, der sich daraus ableitet. Damit komme ich zum Ende, sozusagen nochmal Zusammenfassung. Jede Hierarchiestufe hat Risiko. Jede Hierarchiestufe muss überlegen, wie sie das Risiko durch zielgerichtete Maßnahme mitigiert. Redundante Systeme am aktuellen Stand der Technik sind natürlich ein höchstmöglicher Sicherheitsfaktor. Ausreichende Sorgfalt führt zu geringerem Haftungsrisiko. Und Kontrollmechanismen auch externer Art, die sich auch die SPA zum Beispiel anbietet, ist natürlich ein wichtiges Tool, das Sie einsetzen sollten. Damit würde ich jetzt hier schließen und sagen, Floor ist offen für die Fragen.